Nach einem Jahr Pause möchte ich euch auch in diesem Jahr wieder einen Überblick über die Änderungen zum Fahrplanwechsel geben. Am 10.12.2023 trat der Jahresfahrplan 2024 in Kraft, der wie immer auch im hessischen Raum für die ein oder andere Änderung im Schienenverkehr sorgt. Eben diese möchte ich euch in diesem Video kurz präsentieren. Vorweg erwähnen sowohl die DB als auch der RMV, dass es ein Jahr des Bauens wird und auf nahezu allen Linien mit größeren baubedingten Änderungen zu rechnen ist, insbesondere durch die Generalsanierung der Riedbahn Frankfurt-Mannheim im Januar bzw. ab Juli. Welche Änderungen und Konzepte es hierfür gibt, soll in diesem Video aber nicht behandelt werden. Es werden in das alljährliche Frankfurt Hauptbahnhof-Video einfließen und eventuell nochmal in einem extra Video behandelt werden. Wir starten mit dem Mittelhessen-Express, wo in diesem Jahr ein Betreiberwechsel ansteht. Das bisher von der DB Regio betriebene Netz, bestehend aus den Zügen der Linien RB 40 und 41 aus Frankfurt kommend mit Zugteilung in Gießen nach Dillenburg und Treiser, sowie der RB 49 Hanau-Gießen, wird künftig von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, übernommen, wobei im Fahrplanjahr 2024 das bisherige Fahrtenangebot zunächst 1:1 übernommen wird. So wird weiterhin stündlich zwischen Frankfurt und Gießen gefahren, immer abwechselnd in schneller und langsamer Variante. Nördlich und westlich von Gießen sowie zwischen Hanau und Friedberg herrscht ein stündlicher Grundtakt, der zwischen Gießen und Marburg sowie zwischen Hanau und Friedberg zeitweise zum Halbstundentakt verdichtet wird. Außerdem verkehrt mindestens alle 2 Stunden ein Zug der RB 49 über Friedberg hinaus nach Gießen, sodass die kleineren Orte dort eine mindestens stündliche Anbindung erhalten. Voraussichtlich zum nächsten Fahrplanwechsel wird die RB 49 grundsätzlich in Friedberg enden und dafür die neue RB 37 eingeführt, welche in der Stunde, in der der schnelle Mittelhessen-Express verkehrt, unterwegs ist und alle Halte mitnimmt. Zusammen mit dem zunächst unveränderten langsamen Mittelhessen-Express ergibt sich dann ein Stundentakt. Noch ein Jahr später, sprich ab Dezember 2025, soll dann die RB 4041 stündlich in der schnellen Variante angeboten werden und die RB 37 ebenfalls stündlich verkehren. Für dieses Netz ist der Einsatz von Elektrotriebwagen der Baureihe 1440 in 4- und 5-teilige Ausführung vorgesehen, von denen aber wegen Zulassungsverzögerungen voraussichtlich erst im März die ersten Fahrzeuge zur Verfügung stehen werden. Daher wird zunächst leihweise mit den Bestandsfahrzeugen der Baureihe 442 von DB Regio weitergefahren, ebenso wie mit diversen Fahrzeugen der HLB, die in anderen Netzen entbehrlich sind. Sobald die 1440 dann fahren werden, steigt auch der Komfort sowie die Sitzplatzkapazität auf den genannten Linien. Wo wir gerade von der Strecke nach Friedberg sprechen, sei zudem erwähnt, dass voraussichtlich Mitte Februar die neuen S-Bahn-Gleise zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel in Betrieb gehen werden. Das hat zunächst aber keinen Einfluss auf das Betriebsprogramm, sodass die bisher zur Überholung gedachten Aufenthaltszeiten, insbesondere bei den S6-Zwischentakten, zunächst einfach als Fahrplanpuffer dienen. Auch hier wird es erst zum nächsten Fahrplanwechsel ein neues Konzept geben, wenn dann auch der neue Haltepunkt Frankfurt-Genheim fertiggestellt sein wird. Aber zurück zu Dingen, die zu diesem Fahrplanwechsel geschehen. Auch im Rheingau-Netz startet ein neuer Verkehrsvertrag. Betreiber bleibt die Vias Rail GmbH, die auch künftig ihre Flirt 1-Triebwagen einsetzen wird. Allerdings erhalten diese beginnend im neuen Jahr eine Modernisierung. Zum Netz gehört nur noch die RB 10 Frankfurt-Neuwied, die künftig täglich zwischen Frankfurt und Assmannshausen im 30-Minuten-Takt verkehrt. Der RE 9 ist aus dem Netz ausgekoppelt worden und wird künftig von der HLB alleine betrieben. Er wird bis Dezember 2026 separat ausgeschrieben und soll dann öfter sowie weiter bis Koblenz verkehren. Die dritte große Änderung im Nahverkehr betrifft den A24 im Lahntal. Die als Zubringer zum IC34 eingeführte zweistündige Linie Gießen-Weilburg wird bis Limburg verlängert und bedient anders als der bereits verkehrende RE25 der DB Regio auch den Halt Eschhofen. Aufgrund der langen Aufenthaltszeit in Weimar zwecks Anschluss zum IC ist die Linie zwar 15 Minuten langsamer als der RE, bildet aber ganz grob einen Stundentakt mit diesem.
Hier wird weiterhin die HLB mit 648 Triebwagen unterwegs sein. Darüber hinaus soll im Taunusnetz ein weiterer Schritt in Richtung Normalität geschehen. Das von der DB-Tochter Startregionalverkehre Deutschland zum letzten Fahrplanwechsel übernommene Netz hatte von Anfang an mit Personalknappheit und nicht verfügbaren Fahrzeugen zu kämpfen. Ganz langsam konnten die neuen Wasserstoffzüge des Typs VT554 wenigstens auf der RB15 nach Brand-Oberndorf in den Einsatz gebracht werden. Seit dem Fahrplanwechsel werden sie auch auf der RB12 nach Königstein regelmäßig eingesetzt. Die Situation auf der RB11 ist nach meinem letzten Stand nach wie vor unklar. Es soll laut RMV spontan geklärt werden, ab wann Staat die im September übergangsweise von der S-Bahn Rhein-Main übernommene Linie wieder übernehmen kann. Auf der RB16 Friedrichsdorf-Friedberg sollen zunächst weiterhin die HLB-Linz verkehren und voraussichtlich im Frühling die Umstellung auf Wasserstoffzüge erfolgen. Ganz im Norden von Hessen gibt es auch noch eine kleine Änderung auf der Strecke von Kassel aus gen Warburg. Mit Ausnahme der nach wie vor bestehenden Lücken in den Stunden, in denen der IC verkehrt, wird der RE11 Kassel-Wilhelmshöhe-Düsseldorf über Paderborn, Hamm und Dortmund jetzt stündlich ab Kassel angeboten. Dafür startet der RE17 nach Hagen über Brilon jetzt immer erst in Warburg, sodass weiterhin mit Ausnahme der angesprochenen Fernverkehrslücken zwischen Kassel und Warburg ein stündliches Angebot besteht. Außerdem erfolgt noch eine größere Änderung im Fernverkehr, die aus Frankfurter Sicht das Ende der klassischen einstöckigen IC1-Züge bedeutet. Auf der letzten regelmäßigen Einsatzlinie 62 Frankfurt-München-Österreich übernehmen zum Fahrplanwechsel siebenteilige ICE4 die meisten Leistungen. Ausgenommen ist das bereits heute mit ÖBB-Material betriebene Zugpaar EC112-113 nach Klagenfurt sowie künftig auch das Zugpaar EC218-219 nach Graz, ab dann ebenfalls mit ÖBB-Garnituren. Auch auf einzelnen Leistungen zwischen Frankfurt und Stuttgart können die ÖBB-Züge, wie bereits heute, zu beobachten sein, da die genannten Eurocities auch Vor- und Nachleistungen in Deutschland aufweisen. Die bisherigen Eurocities nach Klagenfurt, die nur mit ICE4-Triebwagen verkehren, verkehren von nun an nicht etwa als ECE, sondern als klassischer ICE. Alle weiteren Änderungen im Fernverkehr sind eher baubedingt und vorübergehend und werden daher in diesem Video nicht weiter thematisiert. Damit wäre ich auch am Ende dieser kurzen Übersicht angekommen, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.